Hallo und herzlich willkommen zu wieder zu Elsaußen auf der Karte Waldchen mit mir, meinem lieben Fabi, Hallöchen. meinem lieben Jay Gamer. Moin. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet, also ist schon die Tage was hier gewachsen. Alle Felder sind mit Mais angesät und okay. Entschuldigung. guck mal Empfang. Ja, die kommen eh nirgendwo rein. Also, okay. Ach so. Falls unser Konto schon ein bisschen aussieht, wir haben uns was gekauft. Natürlich restliches Kredit angenommen und verschulden Fabi noch 100.000 ungefähr. Und ja. Das ist, was haben die anderen offscreen gemacht? Ja, genau. Halt gerade am besten drin. So Leute, ich habe die zwei Dudis ein bisschen hops genommen. Vor der Folge. Ja, ist doch eh klar. Ich würde mal kurz was sagen, sie waren einfach dreckig zu mir. Stimmt doch gar nicht. Ich hab die ganze Zeit nachgefragt, was los ist. Die ganze Zeit. Sie waren einfach dreckig zu mir. Weil er hat mein Teleskoplader sonst wohin gestellt. Das aber war die Rache. Dann hab ich mir so gedacht, wenn mache ich so auf, ich bin irgendwie krank oder weiß Gott was, dann helfen sie mir kurz, alles runterzunehmen. Und ja, ich stelle, hat's auch getan. Alles laut. Gut, von anderer Sicht, wir sind hier am Dreschalinski. Wir haben uns was Schönes gekauft. Hab ich auch. Neustens. Ja. Ich auch. So, ich zeige euch das mal. Achso, ich will es auch sehen. Hier irgendwie, das hat nicht synchronisiert, meine lieben Freunde. Das ist Mickey. Das manchmal synchronisiert die Scheiße nicht. Ey. Aber egal. Hier ist der Widerstand raus. New Holland S 2200. Das ist, richtig, ein schönes Gerät. Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Soll ich auch mal eine neue Maschine holen, wenn wir schon alle hier stehen? Ja, was hast du für eine neue Maschine? Ich komm vorbei, kein Ding. Sollen wir auf deinen Hof kommen. Kommen am besten? Können wir auch machen. Ja, okay, komm. Warte. Big ja. Ey, komm vorbei. Ist schon geschadet, mein gutes Gerät. Der gute Kleine. Moin! Alter, wie hast du den denn gekauft? Der hat Geld. Finanzierung über mich. Ich hab da 150k noch gehabt. Dann die Bank 95k noch aufgenommen. Und dann Barbie. Wie hast du das Gerät bezahlt im Ganzen? 300.000 mit allem, glaube ich. Mit dem Gebäude. Was schuldest du dem Fabi? 100.000. 120. Nee, 120. 120. Aber der sieht nice aus. Hast du den Gebrauch gekauft? Ja. Oh, sieht nice aus. Dann werden jetzt Hektar gemacht. Ja, hast ja schon Hektarplane. Ja. Irgendwie leckt das jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum. Ganz ein bisschen irgendwie schon. Irgendwie, ich auch irgendwie. Jetzt läuft's gerade sauber, aber gerade vorhin hat's irgendwie geleckt. Wir können nachher, Leute, das Silo von der PGA zu decken. Wir müssen uns. Ich muss das zwar noch platt fahren. Ja. Weil. Ich hab gerade nichts mehr. Ah, doch. Diese könnte ich noch mähen und reinschmeißen. Das wäre das Einzige. Sonst. Scheiße. Ja. Kann ich da irgendwas helfen? Ich habe aktuell nichts dazu tun. Das ist mein Problem. Du kannst meine Wiese mähen. Okay. Eine kleine. Ich mach das. Gut. Aber welche denn? Welche ist denn das? 58 oder? 74. 74? Ja, ja. 58 ist keine Wiese. Ich werde schon irgendwie finden. So, welche Schlepper nehmen wir denn? Nee, denke vorher, hab ich keine Lust. Ja, und hier vorne das Eckchen hast du ja auch noch, ne?
auch noch meins. Das hier vorne ist auch noch deins gegenüber jetzt im Prinzip von dir geradeaus. Von mir geradeaus ist auch noch meins. Ja. 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 Oh. Das war Briefkasten. Na ja, gut. Ja, Tatsache, ist ja auch meins. Pass mal auf, dann nehme ich mir noch deinen 800er und dann schwader ich das direkt. Super, perfekt. Hab zwei Angestellte, so wird der Titel benannt. Also verständlicherweise 1000 Euro Stundenlohn. Yes. Das erste Mal, ne? Ach, oder soll ich mähen, Ossi? Nö, nö, hab schon an. Bist du da von da oben runtergeguckt, bist da... Ach, kann man jetzt zurücksetzen. Nee. Was hast du dir gekauft, Fabi? Ein Big M. Ja, nee, ist klar, ne? Ja, wenn schon. Da, 74, okay. Komm. Vorne auf der Ecke, die Wiese kannst du auch direkt machen. Welche vorne auf der Ecke? Ja. Im Prinzip rechts neben mir jetzt. Ja, wir? Ja, ja, weil ich schon sehe. Alter, was ist die Folge letztes irgendwie? Schweizer oder Fabi, du musst in dem von euch muss halt mir LU geben, dass er mähen kann. Ja, ja, ich geb dir gleich LU. Hab die ganze oder? LU. Achso. Das Stück hier. Nee, warte, hier direkt neben mir. Warte, sie, Manager einstellen. Er ist Fahrmanager und Lohnerstatus setzen. So. Läuft. Bis der Fendt mal angeht. Ja, ja, dann bist du schon fast fertig. Also. Ich will jetzt gleich. Ja, gut. Aber muss man noch ein bisschen lernen. Habt ihr im morgigen Tag was zu tun, oder? Ja. Nö. Oder kommt auf an, ob da mal meist schon reif ist. Aber... Ich bin ja ohne Season, so müsste ja eigentlich. Ah. Das ist ja schon ein bisschen Ja, eine ja, Stufe hat er glaube ich schon. Der ist morgen rein. 100%. Sicher? Okay. Ja, ja. 100%. Ansonsten 100k. Ja, die, okay, wird angenommen. Die Wette wird angenommen. Ja, aber ich geb dir da kein 100k, ja. Mama, ich glaub das noch. Okay, dann. So viel darf ich gar nicht mal. Was? Es gibt eine F11-Taste? Was? No. Also für Wetten wird F11 genommen. Okay, ich wette öfter. So, hätte sich dann mal erledigt. Der braucht noch ein Zeitchen. Aber Leute, wir können schon mal raussuchen. Der Drescher Linsky brauchen wir noch für ein Feld. Aber wir können uns raussuchen. Alter. Ich müsste wirklich, Leute, es ist halt zwar ein bisschen Müll, es kostet viel Geld. 20.000. 20.000 für einen Selbstfahrer zu mieten. Weißt du die Länge, wo ich habe mit einem Anhänger von Kartoffelröder? Da hab ich ja ewig. Sind zwar nur 6.000, das sind 14. Ach, Alter, ich muss mir den. Kann ich. Wirklich, Alter. Oh ja. Nee, lassen wir den mal hier so, so stehen. Und ja, alles klar. Fabi gönnt sich schon mal. Und wir haben kein. Aktuell kein Trecker frei. Den Ladewagen. Oh, oh. Ist sowieso zum Hof, mein lieber. Oh! Hätte jetzt gerade den Schneidwerkswagen vergessen. Aus unerklärlichen Gründen, in den gewandert ist. Der hat ein Date 9700i. Alter, nice. Weiß ja keiner, wer den gefahren hat, ja, also. Nur ein bisschen hergestellt. Also du.
das Feld muss ich auch noch machen. Ja, heute müssen Hektar geschehen hier. Die ganzen Felder muss ich jetzt nachher dann, ich glaube, grubern, weil pflügen muss. Ich glaube nicht. Ja, ich sag mal lieber nichts. Also ich muss einmal wieder pflügen. Fabi? Ja. Sitzt sich schön im 800er? Ja. Ja. Nee, der ist gerade nicht frei. Ja, nee. So kommt er nicht frei. Du musst dir leider einen mieten. Ja. Ich hab leider keinen Schlepper frei, die stehen beide oben rum. Hallo. Ach so. Macht völlig Sinn, ja. Ich frage mich jetzt, wofür habe ich meine Kombination genommen und meinen Schlepper. Ja gut, ich habe keinen eigenen Schwader mehr. Ja schon. Aua. Werde mir auch hier... Ja, ist klar. Wie Fabi der Hof hat, da bringt es was. Big M, weil auf den Höfen hat man halt so viel Hektar. Aber sonst, wenn hast du keinen Hof mit so viel Hektar, bringt es dir nichts. Ne gut, und dadurch, dass ich halt auch nur Silage mache, bietet sich das halt auch an. Ne, ist klar. Aber du machst nur noch lose Silage, oder? Nee. Ballen trotzdem. Ballen trotzdem. Du hast mir doch gesagt, du achst auf der Weichen nicht mehr Ballen. Das war einmal. Doch, Ballen wollte ich die ganze Zeit machen. Ach, du kannst mir jetzt sicher das ganze Zeug noch zusammenfahren mit dem Ladewagen und in die BGA schmeißen. Ah, ich fahre jetzt hier. Achso, das Silo hier ist voll. Ja, in die BGA. Das Silo ist für die Kühe. Ist in der BGA denn schon Grassilage drin? Nee. Ah, nee, ist ja egal. Ist ja egal. Ja. Und dann muss ich es dann gleich in der nächsten Folge verdichten, Leute. Weil dann machen wir es gleich zu. Ja, verdammte Grütze! Mir ist jetzt was Riesiges passiert. Nun. Er wollte gerade Mais dreschen fahren. Nee, Sonnenblumen. So peinlich noch nicht. Ich hab drum ein Feld, wo es angesät mit Sonnenblumen. Okay. Und anstatt dass ich das runterrobe und Geld in die Luft schmeiße, nehme ich das noch mit. Aber ich habe den Korntank mit 2600 Liter Raps voll. Da geht keine Sonnenblumen rein. Kannst du aber schon ein bisschen. Gibt dann gutes Futter für Schweine. Also, Nein! Wie hab ich mich verfahren? Wie hab ich mich festgefahren, Digga? Mann! Oh, hallo. Heute eine Strecke hinter mir, Leute, das könnt ihr nicht glauben. So sind. Moment mal. Wieso ist das Ding hier? Ja, nein, nee, ist klar. Was? Er hat Kollision. Oh. Warum fallen die ganzen Dinger um, Alter? Für der. Vor allem, die fallen nur teilweise um und nicht immer. Oh, sie ist da eben gegengefahren, da sind die nicht umgefallen. Sei doch leise. Die sind ja nicht umgefallen, passiert ja nichts. Alter! Der Scope war dann schon wieder auf. Alter. Ich weiß nicht, warum es so leckt, Alter. Hä? Der ist doch aufgeschlagen. Hä? Bei mir steht er jetzt wieder. Nee, doch nicht. Der ist. Der backt irgendwie. Der backt irgendwie im Boden. Oh. Verkauf die ganzen Dinger gleich. Nein. Gehört zum Hof. Ja. Nee, ist klar. Henni, der 2. Nee, ist klar. Jetzt bin ich der 2 weiter rum. Das ist einer aufzustellen, die dafür 2 rum. Passt. Alter, wenn der Ladewagen hier 50% voll ist, dann ist hier aber nichts mehr. Hast du noch eine Wiese? Das verkauft er alles. Jetzt reicht's ihm. Ja, ich. 2 hast du noch, gell? Ist glaube ich alles, oder? Nee, einer liegt noch.
Nee, gar nicht. 4 Stück hast du noch. Ja, hier, die 3 können wir lassen. Ja, da liegt noch einer. Nee, okay. Oder? Nee, alles so gut, ist jetzt weg. Hast du verkauft. Ja, ich hab nicht. Da wollte ich rein. Ja, ist klar. Alter. Ich hab meine Eier noch zu verkaufen, Mann. Ich hab ein Auto. Wie machst du die eigentlich sauber, deine Hühner? Mit der Kettensäge oder was? Was ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es selbst nicht. Oh, hier kommt ja die. Oh. Hm? Barbie. Hm? Kannst du mir hinter dem Dingstall noch ein bisschen Kies hinsetzen? Soll ich nicht rüberfahren, bitte nicht. Was? Guck doch über die Eierpalette da hinten. Ach da, hier, ja. Nee, Warte, ich mach hier ein bisschen. Ich wollte eigentlich nur der Annehmer fahren, aber es geht ja so schon. Außerdem machst du das mit dem Kies da eben. Was ist denn für ein Kies? Ja, bei ihm Kies hinter das Silo. Warum? Warte, ich mach hier das Silo hinter den Hühnerstall. Mach selbst, alles gut. Das ist jetzt gerade halt da! Das ist jetzt Kies? Ja, das ist Kies. Aha, so. Würdest du jetzt das hier vorne auch wegmachen? Nee, oder? Weil das. Da das vor dem Teleskoplader. Oh nee. Nee, oder? Nur das Stückel hier. Ja. Ei Gott, oh, aber eigentlich. Spüren wir uns jetzt an. Oh nee, sonst sieht es doch scheiße aus bei den Hühnern, dass die nur auf Beton sind. Ja, eben deshalb. Also 77%, dann ist ja aber auch Ende mit der Luzi. Erstmal Luftpumpe und dann Slimmert. Ja, ja. Ah, ja. Ich habe alles so schön schwebt, was jetzt noch passiert ist. Das ist schon geil. Du hast alles zusammengefahren, oder? Was ist denn nun? Er ist voll in meine Rampe gefahren. Nee, die stand ja schon lange nicht mehr da. Deine Gewichte müsstest du mal neu anordnen. Ja, nee, ist klar. Nein, meine guten Gewichte. Die Rampe stand sowieso schon seit 10 Folgen oder so nicht mehr da. Hä, wo steht die denn? Jetzt vor dir. Ja, aber die stand schon lange nicht mehr da auf dem. Ja, das weiß ich immer beim Neusynchronisieren steht die nicht mehr da. Naja, vielleicht war. Ach, ja, war es Neusynchronisieren, bestimmt. Bestimmt bist du immer dagegen gefahren. Ja, aber auch wenn man neu synchronisiert ist, sie nicht mehr da. Dann blieb die eigentlich da stehen. Naja, aber auch nicht. Eigentlich. Aber spätestens wenn man selber neu schaut, dann steht es woanders da. Also ich weiß nicht, was los ist, aber hier ist schon irgendwie ganz und gar nichts heute. Ich stehe nach und so. Ein Fall verteilt ist natürlich schön überall. Ja, ich kann sonst nicht abkippen. Achso, na gut. Jetzt gerade und jetzt kann ich nicht mehr. Ich glaube, wir machten jetzt nur noch die Folge so lang, bis Fabi fertig ist mit Zusammenfahren und dann können wir die Folge gern abmoderieren, oder? Ja, könnte man eigentlich logischerweise jetzt vorspielen, man, nur Pflanzen sterben aus, also sowieso aus. Man könnte vorspulen, also, ja. Sehr gut. Weil ich muss nur kurz, wenn Fabi alles drin hat, muss ich dann kurz es festfahren, das Silo zudecken und dann können wir vorspulen. Weil das Festfahren dauert ja nicht lange. Nee. Weil das, wo liegt bei der BGA, ist für den Verkauf und das, wo liegt beim Hof, das ist für die Tiere. Das ist so abgedeckt. Alter, was? Ist abgedeckt, ja, weiß ich. Was soll ich sagen? Bei der BGA liegt 153.000. Bei der BGA? Ja. Oh, dann ist doch nicht schlecht. Also. Wie viel kommt da noch runter, Fabi? Keine Ahnung. So circa? Weißt du nicht? 20.000? 15.000 Liter. 15? Wäre doch schon mal was. Wenn ich denn an ihr fertig werde, Alter. Wenn du überhaupt mal berghoch kommst.
Ja, achso, Schweizer Öl, ich weiß es nicht, aber manchmal ist bei Rot mehr Power hinter dem Schlepper und manchmal ist bei Grün mehr Power hinter dem Schlepper bei Allrad. Bei Allrad eigentlich ist es, glaube ich, ist es, der Gelbe ist ja 4x4, das ist ja normal. Ja. Und ich glaube, wenn die Dinger rot sind, sind sie ein. Eigentlich aus. Also ich hätte auch gedacht, rot ist aus und grün ist an, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt letztens, ich hatte umgestellt gehabt, der war rot, dann habe ich den auf grün umgestellt, dann hat der Schlepper mal nicht besser gezogen, aber ich kann es nicht genau sagen. Also das sind ja im Prinzip sind ja die Diff-Sperren. Ja. Also ja, es könnte gut sein, weil es könnte gut sein bei grün, weil du bekommst ja das Fahrzeug geliefert mit dem 4x4 drin und mit den Diff-Sperren. Also du bekommst es ja in gelb grün. Und grün. Ja. Und deshalb kann es gut sein, dass die Diff-Sperren grün sind. Da will ich jetzt auch wirklich nichts behaupten. Steht auch irgendwie gar nichts dabei. Ne, 14.100 Liter waren es noch. War. Dann hast du es jetzt in der BGA drin? Noch nicht. Boah. Aber wenn du möchtest, kannst du jetzt schon abholen. Okay. Wenn euch die gefallen hat, lasst keinen Daumen schauen, auf jeden Fall beim JG vorbei. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich sage euch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt gesund und ciao. Tschüss.